I thank you, my brave sir. Come, we must journey to my father's castle. My parents will be anxious to meet their daughter's rescuer. Do I know you? Perhaps. We may have shared a cradle once. I beg your pardon? My name is Alexander, of Daventry. Rosella regards you with a look of bewilderment, then a hint of suspicion. Prove it. I don't know how I could. My mother told me once that my brother had a peculiar birthmark. Well, in that case... On his right buttock. I see. Well, if that is what it will take to prove it to you... Thank you. I am sorry I did not believe you, brother. After all you've been through, I understand completely. I just hope I don't have to prove my identity to the entire kingdom this way. Okay, jetzt reden wir mal mit ihr wahrscheinlich. Tell me about our parents. Our mother, Queen Valenice, is as kind as she is beautiful. She is also wise and counsels father when he is in need of advice. And our father? King Graham has been the bravest and most honorable man this kingdom has ever known. It is only in recent years that our country's misfortunes have taken their toll on him. I wish I could have been there for him. You are here now. I think that seeing you will do a great deal to mend his ailing heart. Ja, das hoffe ich doch auch mal. Why did the dragon come to Daventry? I do not know. On occasion, I have heard Father mumble something about a curse. He would not speak to me of it, though. Nor would Mother. Most curious. I am glad to finally be home. As am I. It was difficult growing up knowing that I had a brother, yet fathoming neither your whereabouts nor whether you were safe. Though I cannot explain it, somehow I knew you were still alive. I hope your life thus far has not been too unpleasant. Let's just say that I'm not overly fond of evil wizards. Then you have something in common with Father. Though he did not know it at the time, one used to serve under him many years ago. I have had quite an adventure while journeying here. I can imagine. Perhaps I too will have an adventure someday. Well, preferably one without a three-headed dragon. Agreed. Ja, das nächste King's Quest-Abenteuer ist über dich, Rosella, also du wirst ein Abenteuer haben. I am looking forward to meeting my parents. We'll surprise them. Are you nervous? Well, maybe a little. It will be fine. You'll see. You have nothing more. Okay, jetzt, müssen wir jetzt einfach gehen hier? Ah, anscheinend. Okay, und wie kommen wir jetzt hier weg? Even the sky appears tainted with flame. Your sister, Rosella, is looking a little worse for wear. She keeps a brave face as she gazes at you gratefully. Ich würde sagen, vielleicht müssen wir doch wieder den Weg zurückgehen. Die Dings machen wir jetzt auf jeden Fall. Jetzt fangen wir keine neue Folge mehr an. Das machen wir jetzt noch fertig, weil da wird nicht mehr viel kommen. Es fehlen auch nur noch 10 Punkte. Und es sind wahrscheinlich noch Punkte, die ich wahrscheinlich durch irgendwas verloren habe. Weil ich was nicht gemacht habe oder vergessen habe oder übersehen habe oder sonst irgendwas. Da gibt es ja genug, was man noch übersehen kann. Was eigentlich nicht wichtig ist, um weiterzukommen. Schon krass, dass wir den Weg führen müssen, obwohl wir uns hier überhaupt nicht auskennen. Hello, m'lady. M'lady, you are free. Could it be to do with the sudden storm I beheld atop Cloud Mountain? Oh, indeed it was. And I have this noble man to thank for rescuing me. Incredible! And to think that the dragon is dead and gone after all this time.
He is dead and gone, right? Completely. Oh, amazing! Noble sir, whom do I and all of Daventry thank for this miracle? Go ahead. Good sir, I am Prince Alexander of Daventry. The gnome gives you a thoroughly mystified look. Then gradually a grin begins to spread over his old wrinkled face. The grin becomes a great smile, and soon the gnome is overcome with joy. Wonderful, sensational, marvelous news! Yes, it is you, isn't it? I knew it. From the moment I saw you, I just knew it. Then what did you just ask? I must run to the castle and let everybody know. The dragon is dead and Prince Alexander has returned. Unsere Ankunft wird sich schnell verbreiten, schätze ich mal. Okay, wo muss man jetzt hin? Don't do that. It's probably poisonous, venomous, toxic, radioactive or something. Ja, okay, dann nicht. Dann müssen wir nach Norden. Anscheinend. Oh Mann, das Land muss echt mal wieder aufgebaut werden. Wow. Haben wir jetzt auch noch eine Jump'n'Run-Einlage hier? Und ich dachte, das wäre jetzt vorbei. Alexander, where are you going? Father's castle lies to the north. Ja, wir haben eine Jump'n'Run-Einlage. Ja, aber keine so sonderlich wilde. Oh, wir haben nochmal 10 Punkte gekriegt. Yay. Mind your footing, Alexander. The ground up ahead doesn't look stable. Ja, das sieht wirklich nicht besonders stabil aus. Mal sehen, ob wir nochmal sterben können hier. You won't go there again. Ja, kommen wir jetzt irgendwie hier runter? Long drop, short stop. Okay, und was machen wir jetzt hier? Crawling on all Why did you tell me to hush before? You should never risk insulting a gnome. Particularly not that one. He has lived a very long time. Longer than you or I could ever hope to. And he knows a great deal more than he lets on. Oh, I didn't know. There is much for you to discover about your homeland. But come, our parents will be eager to meet you now. So much for my surprise appearance. It is probably better this way. What with father's heart and all. Why do you say that? Never mind. It is not the time to talk of such things. You have nothing. Okay. Wie kommen wir hier rüber? Müssen wir jetzt einfach springen? Nein, nicht laufen. Nicht laufen. Oh. Wir müssen einfach da lang gehen. Auch nicht schlecht. Long drop, short stop. Also so lang war der allerdings das aber auch wieder nicht. Das sind doch nur ein paar Dings. Wow. Wer bist du? The man stands alone in the gloomy clearing. He wears a simple hooded garment and pays you little attention. Hello. Are you all right? I am as I am. Who are you? One who remembers many things. My wisdom once served the king. This is your home then? I called it that once, before yours had meaning. It has hidden something from me. Can I help you find it? Not as you are, my would-be sire. You know me. I know many things. Then now, then,
and every age in between. The reason for days, and why the stars are restless. The forces that work their will in this world. The trivial manner of your arrival. But how could you? Leave me. My time wanes with your wasteful banter. He doesn't appear interested. Huh. You are finding it difficult to compose your thoughts in this gloomy clearing and cannot think of anything to ask Rosella. Na gut, dann geht's wohl weiter. Aber war das nicht... War das nicht der Typ, wo aus dem ersten Teil, oder war das der zweite Teil? Aus dem zweiten Teil uns verflucht hat. Aber ich dachte, das wäre Manon gewesen. Ha. Sehr, sehr seltsam, aber egal. Lasst uns mal ins Schloss gehen. Oh, tatsächlich fehlen nur noch 3 Punkte. Ich hätte es nicht gedacht, dass wir noch so viele Punkte zusammenkriegen. Is Prince Alexander of Daventry. Son? Yes, Mother. My heart has ached with longing for this day. Your absence has been a terrible burden for us all. Come, your father awaits us. Ah, die Sphäre. Der Orb. Mal sehen, ob er tatsächlich das Land heilen kann. Das wäre ja cool. Das sieht schon einiges besser aus. Das ist ja klasse. Ich frage mich, ob das im Original genauso war. Ja, so sieht's doch wieder viel besser aus. So ends the first. At last. Father! Rosella, are you all right? As good as can be.
Father, you look... As one who has worried more than any thought possible, for longer than most thought incapable, do not concern yourself. Is this... Yes, Father. I hadn't dared hope for this moment. Let us adjourn to the throne room. I have traveled many roads, some joyful, others dark. They have led me far and wide through all manner of danger. Yet they always brought me home, to Daventry. Your road, Alexander, has led you from us. For the longest time, we lost all hope of seeing you again. But the road, it seems, saw fit to return you as well. Along every step of my journeys, I have worn this, my adventurer's hat, a symbol of my zeal and youth. It is right that it should now pass to younger blood. Receive it, and know the man who was your father. May it lead you to fortune and great adventure as much as this world will share. To your futures. Und das war King's Quest 3. Wenn ich so auf die Uhr sehe, da hätten wir tatsächlich mit dem Ende noch eine zweite Folge machen können. Aber das passt schon. Ich muss sagen, von den drei Teilen, die wir jetzt gespielt haben, gefällt mir der dritte Teil am besten. Am Schluss hat er ein bisschen nachgelassen, finde ich. Gerade auf dem Schiff fand ich es ein bisschen, naja. Aber gerade der Anfang mit den Zauberern noch, den fand ich echt klasse. Und es ist auch ein schönes Remake, finde ich, des Radex. Jetzt frage ich mich nur, wie viel davon neu ist und wie viel dazugekommen ist. Ich denke mal, da werde ich tatsächlich mal Ding... Oh, den kennen wir doch. Da werde ich mal ein Let's Play anschauen von der Originalversion. Und einfach mal schauen, was Sache ist, wie es da aussah, was sich jetzt geändert hat. Das würde mich sehr interessieren. Wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Spiel und auch ein sehr schönes Ende, finde ich. Es ist sehr schön gemacht. Wie gesagt, am Schluss ein bisschen, da war keine Ahnung, ob das auch im Original so war. Aber ja, mir gefällt's. Schade auch, dass es das letzte Remake war, weil vom vierten Teil gibt's leider keins. Wenn wir den vierten Teil noch machen werden, spielen werden, Let's Playen werden, dann werden wir den Originalspiel spielen. Wie gesagt, es wurden, glaube ich, ein paar Remakes mal angefangen, aber nie wirklich fertiggestellt. Sehr, sehr schade, finde ich. So, aber dann würde ich mal sagen, beenden wir das Let's Play. Und bis zum nächsten Let's Play. Vielleicht King's Quest 4, vielleicht ein anderes Spiel. Aber ich denke, den vierten Teil werden wir auch noch machen. Ich denke, wir werden mal versuchen, ob wir hinkriegen, alle King's Quest Spiele zu Let's Playen. Dann sag ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und sie sind schlauer geworden und schließen ab. Das ist ja cool. Ja, bis zum nächsten Let's Play. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Tschüss.
Congratulations, you finished the game. Based on your playing style, you've earned the following secret awards.